Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich habe jetzt eine Weile lang nicht aufgenommen. Ich habe mich selbst gerade vorhin versucht zu orientieren. Wir erkennen hier noch immer, Österreich hat mittlerweile ein Reich, das von der Ostsee bis zum Mittelmeer reicht. Wir haben die alten mittelalterlichen Träume der Habsburger oder Renaissance-Träume der Habsburger erfüllt. Hurra! Und wir sind mitten in einem wirtschaftlichen Umbruch, beziehungsweise auch in einem politischen Umbruch, weil immerhin haben wir Deutschland jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal besiegt. Das war schon relativ häufig. So, da haben wir Sizilien, Neapel hat da auch eine Revolution. Ich hoffe, die kriegen sie in den Griff, weil ich mag nicht, dass Italien da zufällig an meiner Südküste entsteht, an meiner Südgrenze. Das wäre nicht sehr nett. Da hätte man dann nicht nur im Norden irgendeinen Widerling, sondern auch im Süden einen Widerling, der ständig irgendwas von mir will. Naja, wir werden sehen. Ja, unsere Militanz ist natürlich so hoch, dass sich ständig irgendwelche Nationalisten, Liberale oder sonst irgendwas dazu berufen fühlen, gegen uns aufzubegehren. Tja, was sollen wir machen? Gar nichts tun. Solange es nur einzelne Nationen sind, die sich da gegen uns erheben, könnte es schlimmer sein. Ich glaube, wir sollten so auch mit den Ungarn fertig werden. Schaut gut aus. Ich glaube, das sollte nicht wirklich ein Problem darstellen. Yay, industrialisierte Waffenindustrie. Unsere Munitionsfabriken, Handfeuerwaffenfabriken, Artillerie- und Sprengstofffabriken werden effektiver und wir bekommen auch ein wenig Steuereffizienz. Sehr gut, apropos Steuereffizienz. Wir sind da beim Militär relativ hoch. Vielleicht sollte man ein bisschen runtergehen noch. 50%. Noch mehr Militanz im Land. Als hätten wir nicht schon genug. Naja. Gut, was können wir da verbessern? Und schon haben wir die ungarischen Rebellen wieder auseinandergestoben. Zum Tag der Arbeit.
könnten. Oh, ich glaube, wir werden das Bewusstsein erhöhen. Gut, wir könnten aber eigentlich auch wieder auf die Liberalen umschalten. Schauen wir mal, ob das überhaupt schon geht. Schauen wir mal, 190. Die mögen uns alle bis auf Deutschland. Naja, no, na. Die werden uns mögen. Schauen wir mal, wen haben wir denn dann noch in unserer Umgebung, der wichtig wäre. Die Niederlande. Die Schweiz, ist uns das wichtig? Nö. Die Schweiz ist Elfter. Das Osmanische Reich, nein, ist uns auch nicht wichtig. Die mögen uns eh schon alle. Belgien ist uns wichtig. Sizilien, Neapel ist uns auch wichtig. Ich überlege gerade, die sind in der Einflusssphäre von Skandinavien. Ob man die vielleicht da raushauen kann. Schauen wir mal. Arbeitslose. Gibt es ja zu wenig Fabriken für diese Leute? Kann das nur sein? Wo sind die? Ostgalizien, Slawonien und Posen. Ah, na okay. Ostgalizien, Posen. Posen ist ja das, was wir erst vor kurzem eingenommen haben. Und da bauen wir eh eine ganz schöne Menge aus, dass die Leute Arbeitsplätze kriegen. Slowenien. Das bleibt bitte an. Nicht jetzt. Irgendwelche Flotten haben wir noch. Oh. Wir können eine Reform durchbringen bei nur 2,58. Gestatten wir alle Gewerkschaften. Wie schon gesagt, das Wahlrecht möchte ich erst machen, wenn wir mehr oder weniger alle anderen Sachen haben, weil sobald wir Wahlen haben, ist es schwierig, die Regierungspartei auszusuchen. Und ich glaube, ich möchte wieder auf diese Typen umsteigen. Die sind gut für meine Wirtschaft, weniger gut für meine Steuern und meine Steuereinnahmen. 10% Zölle wieder. Da gehen wir auch ein bisschen weiter runter. So, jetzt sollten wir wieder im Plus sein. Gut, und eine Flotte haben wir hier jetzt auch. Die nennen wir die Nordseeflotte. Am besten. Eigentlich ist es die Ostseeflotte. Na gut. Ostseeflotte. Und einen Anführer braucht die Ostseeflotte auch. Den Herrn Heldnern. Karl von Dietrich, nehmen wir den. Okay, die Flotten sind noch am Weg. Aber bald, aber bald. Und wir haben auch bald unsere 12. Armee in Österreich rumstehen. Das ist doch schon mal was Feines. Unsere militärische Leistung ist noch immer ziemlich modrig, aber das liegt eigentlich daran, dass wir jetzt auf die Liberalen umgestiegen sind, die uns die nur antimilitärisch eingestellt sind.
Oder vielleicht sogar, ja, antimilitärisch, keine Pazifisten. Wir sind mittlerweile auf 70% Alphabetisierung. Wenn man bedenkt, dass wir mit nur 14% gestartet sind, ist das ein ganz schön großer Schritt nach vorne. Und das binnen 50 Jahren circa. Also unsere Schulprogramme haben gezogen. Sehr gut. Dadurch ist auch unsere Forschungsleistung extrem stark angestiegen. Yeah. So, da kommt unsere 12. Armee hin. So, und wir haben jetzt sämtliche Flottenverbände in die Ostsee geschickt. Mal schauen. Ich glaube, wir könnten dann auch gleich unsere 13. Armee auch bauen. Wir sollten Truppen ausheben und Truppen ausheben und Truppen ausheben. Das sollte im Endeffekt dazu führen, dass wir... Das sind schon wieder 60.000 Leute. Wo rekrutiert der die, frage ich mich. Ach, das sind nochmal 27.000. Unfassbar. Und Schipanakling hat er auch. Wo nimmt der die Kraft her für sowas? Und das Geld, frage ich mich. Wenn ich 5 Kriege hintereinander verloren hätte, hätte ich das nicht. Naja, stimmt auch nicht. Er hat nicht 5 Kriege hintereinander verloren. Davor hat er einen Krieg gegen Skandinavien gewonnen. Hervorragend. So, schauen wir mal. Beginnen wir gleich wieder mit den Truppen. Mit den neuen. Wir haben wieder 4 Gardemöglichkeiten. Sehr gut. Infanterie. Nehmen wir eine norditalienische noch dazu. Dann brauchen wir jetzt einmal Kavallerie, einmal Tschechisch, einmal Polnisch, einen kroatischen, einen slowenischen Pionier, einen slowakischen Dragoner und einen serbischen Husaren. Wieso nicht? So, wenn wir da auf 30.000 sind, werden wir uns woanders hinbegeben. Und dann können die nächsten Militäreinheiten schon kommen. Wahlrecht in Württemberg. Das ist ja arg. Die haben nicht einmal irgendein Wahlrecht und die lassen schon Frauen wählen. Unfassbar. Das geht gar nicht. Gut, wo kommt sie dann hin? Da nach Przemyśl oder weiter nach noch eine Truppe darauf. Nach Posen. So, nach Liegnitz kommt noch eine Truppe jetzt. Sehr gut, ab nach Liegnitz.
Köderin. Sehr gut. So, was machen wir als nächstes? Fortschrittliche Metallurgie. Handelmarine. Armee. Na, da. Die Hinterlader. Ah, wir hätten ruhig das mit den Geschützen nehmen sollen. Naja, sollen wir das noch machen? Machen wir die Raumverteidigung. Können wir noch einen Vorbauen an die Grenzen. Noch mehr Vorbauen an die Grenzen. Hervorragend. So, Budapest. Machen wir das auch noch. Okay, venezianische Nationalisten. Ich sag's nur ungern, aber die haben keine große Überlebenschance in unserem Reich mittlerweile. Die Zange. Und das war's mit den Nationalisten. Hat Rebellen. Dagegen kann ich jetzt auch nichts machen. Also Bolivien hat gar nicht die Rebellen. Wer hat die Rebellen? Baden? Oh, Baden mag ich aber nicht, dass die Rebellen haben. Kommen die klar mit den Rebellen? Schaut fast so aus. Ein Daimler-Kutschenwagen. Juhu, das erste Auto. Können Automobilfabriken bauen. Ja, super. Jetzt, wo ich auf die Liberalen umgestellt habe und ich sie nicht mehr in Auftrag geben kann, ist eh klar. Jetzt natürlich sofort ein paar Autofabriken in Auftrag geben. Ich könnte zwar nationale Foki in die Richtung setzen, aber um ehrlich zu sein, so wichtig ist mir dann auch wieder nicht. Gut. Chile bleibt in unserer Kontrolle. Ja, und unsere 13. Armee macht sich auch schon auf den Weg, sich in Gyur zu sammeln. Auf jeden Fall mit den vielen Armeen, die wir jetzt bauen, haben wir natürlich einen großen... Oh. Ich glaube, Großbritannien führt einen Krieg mit all seinen... Na, das ist ja süß. Britisch-siamesischer Krieg. Und da müssen sie tatsächlich... sie tatsächlich
ihre Truppen mobilisieren. Finde ich strange. Streueffizienz steigt und unsere Militanz ist schon wieder bei 3,7. Sehr was. Das geht schneller bergauf, als man denken würde. Wir sind hier schon fast fortschrittlich. Da haben wir einen Gestorbenen. Das ist so langweilig, was wir derzeit machen. Aber das Problem ist, unsere Infamie ist so hoch, wir können erst gar nicht anfangen, irgendwelche Kriege zu starten. Weil sobald wir irgendeinen Kriegsgrund gegen jemanden holen, wenn wir uns gegen jemanden einen Kriegsgrund holen, kann es durchaus sein, dass wir mit unserer Infamie über die 25 stoßen. Und wenn wir über 25 sind, haben wir den großen Nachteil, dass uns alle anderen hassen, dass keiner mit uns eine Allianz mehr eingeht und. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass andere versuchen, uns anzugreifen. Außerdem, glaube ich, kriegen sie, wenn die Infamie zu hoch ist, einen Kriegsgrund gegen uns. Nämlich Weltgeltung reduzieren oder so, irgendwie nennt sich das Ding. Naja, kann man nichts machen. In der Zwischenzeit müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir hier einen Haufen Rebellen haben, die der Meinung sind, uns anzugreifen ist in Ordnung. Noch ein General, der verstorben ist. Wie davon hat man? Ach, wieso nicht? War gar nicht so schlecht. Gehen diese Rebellen hin. Das war's. So, und wieder ein Haufen Rebellen, den wir losgeworden sind. Ich hoffe, das wirkt sich nicht zu stark auf unsere Bevölkerungsstatistik aus, aber wir werden sehen. Ich meine, die Bevölkerung steigt ja auch relativ brav. 1890. Was ist 1890 passiert? Nicht allzu viel. In Serbien gab es eine grobe Krise. Apropos Serbien, genau dort war die Armee nachher hinschicken. An die Grenze zu Serbien, Walachei hier. Oder vielleicht daher? Gute Frage. Oder eine könnten wir eigentlich nach Kotor stellen. Stimmt, da könnten wir eine Armee hinstellen. Machen wir das. Okay, die Weltgeltung von Siam wurde reduziert. Hurra.
Oh, das ist das Ereignis, von dem ich gesprochen habe. Aus der Schweiz wurde uns folgendes Ereignis berichtet: Große Kriege, wachsender Nationalstolz der Bevölkerung in allen Ländern auf der Welt hat einen Punkt erreicht, schlechtes Deutsch, wo bei großen Auseinandersetzungen unter den Großmächten nicht weniger als ein großer Sieg akzeptiert werden kann. Von nun an wird jeder Konflikt mit mindestens zwei Großmächten auf jeder Seite als großer Krieg betrachtet. Das heißt, ab jetzt gelten Kriege, wo mehr als zwei Großmächte auf beiden Seiten kämpfen, als Weltkrieg oder als großer Krieg. Und das endet grundsätzlich darin, dass eine Seite gedemütigt wird. Pardon, meine Herrschaften, ich muss ein wenig trinken. Das bedeutet so viel wie: Ab jetzt können wir auch mit mehreren Großmächten auf einmal Bündnisse machen. Ha, und die werden auch akzeptieren. Wie ist das mit Großbritannien? Wie ist das mit Russland? Die werden nicht akzeptieren. Na gut. Großbritannien werdet ihr akzeptieren? Natürlich. Dann machen wir das doch glatt. Mit Skandinavien haben wir eh schon ein Bündnis. Passt. Stellt sich dann nur die Frage, ob sie auch wirklich diese Bündnistreue halten und dann mitmachen, sollten wir einen Krieg starten oder in einen Krieg hineingezogen werden. Was ja wahrscheinlicher ist eigentlich. So, lass mal diese eine Truppe noch bauen. Wir könnten eigentlich. Großartig. Könnten eigentlich ein Schiff da erneuern. Können wir das? Nö, können noch keine Kreuzer bauen. Oh, und ein internationaler Konflikt. Das fängt ja gut an. Was heißt, das fängt gut an? So, Raumverteidigungssystem. Sehr gut. Hinterlader? Nö. Wir werden da fortschrittliche Metallurgie weitermachen. Schauen wir mal. Haben wir schon jemanden, der sich da einsetzt für irgendeine Seite? Sollen wir uns für das Osmanische Reich einsetzen? Nein, eigentlich nicht. Wenn dann noch eher für Griechenland. Ah. Griechenland hat uns nicht gefragt. Oder ist nicht auf uns zugekommen. So. Mehr Konservative und weniger Militanz. Mehr Sozialisten und mehr Militanz. Im Gabun. Militanz im Gabun ist wichtig. Gut, wir haben noch eine Großwildjagd und nach dieser Großwildjagd werden wir. Wir wollen Prestige. Nach dieser Großwildjagd werden wir für heute wieder Schluss machen. Ich bin eh schon müde. Halbe Stunde ist auch um. Also, gute Nacht, meine Herrschaften. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.